Um 1900 rum war das noch ganz anders. Da haben die Menschen nämlich zweimal am Tag gegessen und da war sehr viel Wildes dabei. Also sehr viel Blattgemüse, sehr viel aus Haushof und Garten, selbst angebautes, milchsauer vergorenes. Und da waren überall Mengen von Nährstoffe drin, weil alles genug Zeit hatte. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge Nummer 20. Ein kleines Jubiläum, Florian, 20 Folgen. Und das Thema heute, warum werden wir nicht satt? Eigentlich kann es nicht sein. Wir leben heutzutage im absoluten Überfluss. Wenn wir in den Supermarkt reingehen, die Menschen von vor 50, 70 Jahren, die hätten sich die Augen gerieben, die Supermärkte sind voll, wir brauchen keine Angst vor Hunger zu haben, wie Menschen, weiß ich, in Kriegszeiten. Ja, wir haben fließend Wasser, da gibt es viele Menschen auf der Welt, die es heute noch nicht haben. Wir haben Äpfel aus Neuseeland zu jeder Jahreszeit, Orangensaft aus Chile, Erdbeeren aus China, Schokolade und Erdbeermarmelade in, weiß ich, 95 Geschmacksrichtungen und hast du nicht gesehen. Die Regale laufen über und sind voll und die Bäuche auch. Aber irgendwie beschleicht uns manchmal das Gefühl, dass wir nicht satt werden. Dass wir irgendwie merken, ich brauche noch was, es reicht noch nicht, ich bin irgendwie voll, aber nicht satt. Wie kann das sein, Florian? Kennst du das oder hast du das schon mal gehört? Kennst du Menschen, denen es so geht? Hast du es selber so erfahren? Ja, Also wir wollen ja jetzt auch in diesem Podcast da ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen und natürlich auch mal Tipps geben, wie man da wirklich was verändert und auch eine Lösung dafür hat und auch was merkt. Aber bei mir war es früher so, Andreas, ich war Fan von Fast Food. Also je schlechter und je schneller und je verarbeiteter, umso besser. Und ich bin gerne. Habt ihr das gerade gehört? Florian Sauer war Fan von Fast Food. Man kann sich kaum vorstellen, ne? Doch, so diese Zeit mit Hugo Boss Anzügen und Audi A4, Cabrio Quattro und Wodka Red Bull Partys, das war einfach wahnsinniger Exzess für mich. Aber ich bin immer in so eine Fastfood-Kette gefahren, da war ich 3-4 Mal in der Woche, kennt bestimmt jeder. Und da gab es so ein Burger-Menü mit Pommes und Cola und ich habe da noch so ein Fischburger war das da noch mit dazu gegessen. Und jedes Mal, ich bin ja 2-3 Mal die Woche rein, das habe ich festgestellt, ich war so voll gegessen, dass ich gerübst habe und man dann weiß, jetzt ist der Magen voll, ne, wenn so ein kleiner Reflux kommt. Und aber ich hätte noch mehr essen können, aber es ging nichts mehr rein. Ich war einfach so voll, so müde und so schwer danach. Habe da 15 Mark bezahlt dafür und war gar nicht satt. Nach einer halben Stunde hatte ich wieder Hunger, aber es ging doch nichts mehr rein. Und das war so auch dann der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier grundsätzlich nicht in unseren Lebensmitteln, in unserem Ernährungsverhalten. Und heute weiß ich natürlich auch die richtigen Dinge zu essen, die mir Energie geben, die Sachen auch so zuzubereiten, dass ich da kicke, dass ich sagen kann, jawohl, ich werde satt und jawohl, ich schaffe es wieder da draußen, mich richtig zu befriedigen. Das heißt, dass mein Körper aus Essen auch alles bekommt, was er braucht. Aber das war ein langer Weg dahin, den wollen wir abkürzen. Wir wollen die richtigen Informationen auf den Punkt gebracht, mal rüberbringen jetzt in dieser kurzen Zeit in unserem Podcast. Da freue ich mich schon mal drauf. Ja. Und da können wir ja jetzt gleich mal die Themen angehen, die dafür sorgen, dass du da draußen vielleicht auch nicht mehr satt wirst und du dann einfach die Dinge auch für dich veränderst. Wäre doch toll. Genau, gucken wir uns einfach mal an. Wie kann das sein, dass wir heute so viel zu essen haben und trotzdem irgendwie dieser Hunger, dieser maßlose Hunger da draußen entsteht, dass wir uns die Bäuche voll stopfen und immer weiter und da einfach nicht aufhören. Wenn wir mal früher gucken, früher war das ja nicht so. Früher haben die Menschen ja viel weniger gegessen, weniger ausgekommen und die sahen auch ganz anders aus. Wenn ich heute mal in Freibad im Sommer gehe und mir angucke, wie die Menschen aussehen, das ist eine sehr negative Entwicklung, die ich da feststelle. Also die Leute gehen immer weiter auseinander und letztlich ist das, was bei uns in den Supermärkten liegt, wenn ich jetzt mal nur die Gemüseabteilung mir angucke, sehr, sehr ähnlich. Denn auch das Obst und das Gemüse wird immer größer, die Tomaten werden immer riesiger. Und wenn ich in die Natur gehe, eine Wilderdbeere, die ist winzig klein, ja, oder eine Brombeere oder eine Himbeere, wenn es sowas da draußen mal gibt, wild, die winzig klein und sind eine geschmackliche Explosion. Und wenn ich mir so eine Tomate nehme, so eine hochgezüchtete Tomate, riesengroß, ja, die schmeckt nach nichts. Da ist nichts mehr drin. Und das spiegelt sich bei den Menschen.
Ja, und wir sprechen aber hier von dem Sprichwort viel Masse, wenig Hirn. Ja, das heißt, in deiner benannten Wilderdbeere, die hat ein hohes Aroma, aber ganz wenig Fasern, aber sehr viele Nährstoffe. Und diese kleine Wilderdbeere, die hat genauso viele Nährstoffe wie diese 3x3 cm große Supermarkterdbeere. Nur der Unterschied ist, dass diese Supermarkterdbeere sehr viel Faserstoffe hat, also sehr viel Füllstoffe, bei wenig Nährstoffen. Und warum ist sie so? Und viel Wasser. Warum ist sie so groß? Das betrifft aber alles Gemüse, was es gibt, was angebaut wird heutzutage durch diese künstlichen Dünger mit NPK, also Stickstoff, Phosphor und Kalium. Dadurch entsteht großes Wachstum, aber die Pflanze hat nicht die Zeit, auch die Nährstoffe, die sie dafür braucht, um voll und ganz zu sein im Fasergewebe, mit aufzuziehen. Und somit haben wir einen Nährstoffverlust bei der Menge der Faserstoffe, die wir essen. Wir sprechen da auch von Füllstoffen. Heutzutage sind 80% Füllstoffe in unserer Ernährung und nur noch 20% Nährstoffe. Und in der Vorkriegszeit, du hast es ja vorhin super schon benannt, also ich spreche um 1900 rum, war das noch ganz anders. Da haben die Menschen nämlich zweimal am Tag gegessen und da war sehr viel Wildes dabei. Also sehr viel Blattgemüse, sehr viel aus Haushof und Garten, selbst angebautes, milchsauer vergorenes. Und da waren überall Mengen von Nährstoffe drin, weil alles genug Zeit hatte. Es gab ja genug Zeit. Ne? Heute ist Zeit das teuerste Gut mit, neben Geld, Wasser, Samen und ein paar anderen wertvollen Dingen, dass wir das im Mangel eben haben oder erleben, sodass wir eben irgendwas hinterherrennen. Und das gab es früher nicht. Früher gab es die Zeit, auch die Zeit, dass Gemüse wachsen konnte. Und deswegen waren da auch genug Nährstoffe drin. Und das ist sozusagen jetzt unser erstes Thema, unser erstes großes Problem. Das heißt, aufgrund der Schnelligkeit des Wachstums, das heißt die Überdüngung des Gemüses und die leeren Felder, das heißt die Industrialisierung unserer Landwirtschaft, das heißt, die Böden werden zu tief beackert, der Lehmboden wird mit hochgeholt, die Mikroorganismen sterben, die Felder werden jedes Jahr angebaut, man lässt da nicht das Feld mal auf Brach stehen, dass da mit Blättern wieder neue Nährstoffe in den Boden reinkommen. Sorgt dafür, dass in dem angebauten Gemüse unter diesem Zeitdruck heutzutage der Bauer gar keine Zeit mehr hat, genug Nährstoffe ins Gemüse kommen zu lassen. Und das merken wir dann, indem wir dann einen Apfel essen oder eine Gurke und Paprika. Wir wären gar nicht satt, weil wir eben 80% Füllstoffe haben, nur 20% Nährstoffe. Aber Andreas, gibt es dazu auch Studien oder mal was, wo man sagen kann, das weiß man schon lange? Also die Firma Geigy ist ein Pharmakonzern, hat da eine ganz interessante Studie zu gemacht. Kann man auch im Internet nachrecherchieren mal. Mhm. Die zeigt, dass Obst und Gemüse im Verlauf der Zeit immer mehr an Nährstoffen verliert. Und es ist eben nicht nur die Zeit, sondern es ist wirklich, es liegt auch daran, dass die Böden einfach ausgeraubt werden. Unterschiedlichste Ursachen kommen da zusammen. Aber es spiegelt sich natürlich dann in den Pflanzen. Wenn diese Firma hat einfach mal geguckt, und zwar im Verlauf der Zeit, was ist denn enthalten an Calcium, Folsäure, Magnesium, Vitamin B6, Vitamin C und so weiter. Einfach mal geguckt, wie verändert sich das denn im Durchschnitt in verschiedenen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Brokkoli, Bohnen, Kartoffeln, Möhren, Spinat und so weiter, Apfel. Und das ist hochspannend, wenn man sich das mal anguckt, zum Beispiel Brokkoli, ja, Calcium. Haben wir also von 1985 bis 2002 einen Verlust von 73% Calcium. Wahnsinn. So zieht sich das durch. Brokkoli, Bohnen, Calcium 51% runter. Vitamin B6 77% runter, bei der Kartoffel sind es 78%, dann haben wir Apfel, Vitamin C 60% runter, Vitamin B6 bei der Banane 95% runter, bei der Erdbeere ist das Vitamin C 87% runter, also es ist ein steil sinkender Kurs und das sind jetzt nur ein paar Punkte, die da gemessen wurden und wir haben ja nicht mehr 2002, wir haben ja 2019, das heißt, wir müssen viel, viel mehr zu uns nehmen, um diesen Mineralstoffgehalt zu erlangen, den wir früher mal hatten. Da gibt es einen US-Mediziner, Al Sears nennt er sich, und der hat mal gesagt, Sie müssen heute 10-mal so viel Obst und Gemüse essen, um die gleiche Menge an Vitaminen und Mineralstoffen wie vor 50 Jahren zu bekommen. Richtig, Andreas. Das bringt aber ein weiteres Problem. Du bräuchtest ja eine 10-fach höhere Stoffwechselleistung, also eine Verdauungsenergie, um dann diese 10 Äpfel mehr, die du essen müsstest, um die Nährstoffe von einem Apfel zu haben, zu bekommen. Und das ist schlichtweg nicht möglich. Und deswegen ist unser Körper ernährungstechnisch überfordert, wenn wir nicht in der Lage sind, an nährstoffreiche Nahrung ranzukommen. Das ist der Punkt. Der ist ganz, ganz wichtig. Da werden wir auch nachher ein paar Tipps mal rüberreichen, wie wir das so machen oder wie wir das verändern konnten.
Man muss dazu sagen, dass erst seit 1989 die Industrialisierung unserer Lebensmittel begonnen hat, also wo auch genveränderte Lebensmittel, die künstliche Düngung, die ganze Chemie, die großen Agrarmaschinen, die die Böden kaputt machen und das Leben da drin zerstören. Und wir kennen ja auch alternative Landbauformen wie die Dreifelderlandwirtschaft, die Permakultur, wir kennen den Demeterlandbau, da macht man es schon anders. Kleine Maschinen, die Felder lässt man 3 Jahre brach liegen, um dann wieder anzubauen, dass genug Nährstoffe drin sind. Und von dem Essen sieht man, wird man satt, aber jeder kann es ausprobieren. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, mir einen kleinen Garten zu machen. Das hat man mit so einer ganz kleinen Gartenecke angefangen. Und ich habe festgestellt, dass der Stangensellerie mir viel besser schmeckt. Ich enorm satt werde, dass die Tomaten in meinem Gewächshaus ein ganz anderes Aroma haben. Ich viel weniger davon esse, viel mehr Befriedigung bekomme. Da habe ich noch gar nicht so sehr diese Rohkost gelebt, ne? In einem relativ großen Anteil. Einfach, das ist mir aufgefallen, dass ich selbst im Bioladen nicht so satt werde, wie das, was ich mal 6 Monate im Jahr selber anbauen kann, von mir bekomme. Und da ist so ein neuer Wert in mir entstanden, darauf zu schauen, dass ich nicht nach dem Preis gehe, sondern den Wert der Lebensmittel habe. Ja, es hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit, einen eigenen Garten zu bepflanzen. Aber wenn ich erstmal dessen bewusst werde, woran es denn liegt, dass ich ja eben abends, was ich noch spät meine müsste, was reinzustopfen oder generell eben das Gefühl habe, dass mich das Essen mehr füllt als nährt, dann bin ich ja schon mal einen ganz großen Schritt weiter. Und du hast eben über die Bauern gesprochen. Also Bauer ist ja heutzutage oftmals mehr ein Schimpfbegriff als irgendwas anderes. Aber eigentlich sind die Bauern ganz zentraler Punkt, weil sie eben bei der Ernährungskette ganz, ganz vorne stehen und alles andere als zurückgebliebene Hinterwäldler sind, sondern die machen einen wichtigen Job. Aber es sind auch immer mehr, die erkennen, wie wichtig das ist und dann eben, anstatt die Felder auszurauben, eben sagen, okay, ich mache es demnächst anders. Und wenn wir solches Essen noch mehr kaufen, werden immer mehr Bauern auch dorthin gehen und die Felder anders bewirtschaften, dass eben mehr Nährstoffe wieder reinkommen. Ja, Andreas, aber wenn man im Internet sagt, du Bauer, was findet man dann für ein Pseudonym dafür? Ja, brauche ich nicht ins Internet für gehen, da kann ich meine Kinder mal gucken, was die so sagen. Na, okay, aber was findet man dann? Sagt ja, ich habe es ja gerade gesagt, Hinterwäldler. Ach so, Hinterwäldler, okay, gut. Aber der Bauer ist ja eigentlich der Wissenschaftler, Andreas. Aber das Problem ist, was es früher nicht gab, ist, sie hängen sehr von Subventionen ab. Und alles geht heute unter einen enormen Preisdruck. Die Supermärkte, die sagen dem Bauer, was sie zahlen, und er muss schauen, immer schneller anzubauen. Das heißt, er ist in einer gewissen Abhängigkeit und kann sich nicht selbst regulieren. Und das ist der wichtigste Punkt, wenn es wieder so kleine private Agrargenossenschaften gibt, die jetzt langsam wieder entstehen, durch den Mangel heraus erkennbar. Dann gibt es dann natürlich wieder Menschen, die in einem bestimmten Kreis dann nur von diesen Bauern beliefert werden, und da sind natürlich dann auch wieder Nährstoffe drin. Das heißt, wir sind eigentlich schon in dieser Wandlung. Das heißt, es hat alles schon begonnen, weil wir merken, wie wir ernährungstechnisch verarscht werden, alleine nur durch die Industrialisierung unserer Landwirtschaft. Und da müssen wir aufwachen. Ja, und das zieht sich ja eben komplett durch. Also es ist ja nicht nur der viel zitierte Supermarkt, sondern ist ja auch in Bioläden. Dort ist das ja auch. Und du warst ja auch letztens mal auf einer Messe unterwegs. Da hast du das ja auch gesehen. Genau, Andreas. Ich war auf der Bio-Fach für Unternehmer, weil es für uns auch oder für mich ganz wichtig ist. Ich möchte nur lebendige Produkte auch in unserem Shop anbieten. Also wirklich Sachen, wo auch nur Nährstoffe drin sind. Und da muss man natürlich suchen und die Kostbarkeit da raussuchen. Und ich habe festgestellt, dass die Messe jedes Jahr größer wird. Mittlerweile gab es schon 10 Hallen und man schafft es gar nicht mehr, da durchzugehen. Alles Bio, alles Öko. Und ich frage mich, wo kommen alle diese tollen Bio-Lebensmittel her? Weil wenn ich mit dem Rucksack durch die Welt reise, ich sehe sie immer gar nicht. Aber ich lese so die Berichte im Spiegel und im Stern TV und wo auch immer, wo die Erdbeeren lackiert werden aus China und die Äpfel in Reifekammern großgezogen werden und was man heute alles begasen kann, und ist ja Wahnsinn. Aber ich komme da zu einem nächsten Problem. Was ich dort sehe und was mir Sorgen macht, ist, die meisten Lebensmittel, die dort auf dieser Biofach angeboten werden, sind denaturiert aufgrund ihrer Verarbeitung, weil sie alle eingekocht, abgegrillt, abgepackt, sterilisiert, keimfrei und bis ins Kleinste verarbeitet wurden. Und wir wissen ja,
Verarbeitung heißt auch Denaturierung und Denaturierung heißt, es ist nichts mehr drin. Und da sehe ich einen weiteren großen Mangel, dass viele Menschen nur noch verarbeitete Produkte essen, eben nicht nur Fastfood, sondern auch Essen, das in Packungen schon abgepackt ist, wo man nur noch Wasser beimischen muss und das Ganze dann zubereiten muss. Und auch da, wenn man hinten drauf guckt, stehen kaum Nährstoffe drin, weil durch die Erhitzung natürlich Vitamine, Enzyme gleich kaputt gehen. Mineralien halten zwar noch etwas länger durch, aber auch Eiweiße und Proteine verändern sich, Aminosäurenprofile verändern sich deutlich durch diese Erhitzung über 100 Grad. Ja, wir sind heute in einer Zeit, wo wir wenig Zeit haben, uns um solche Dinge zu kümmern. Das Angebot ist da, wir glauben der Werbung, wir füllen unseren Bauch und zack, zack, muss alles schnell gehen. Das war alles mal ganz anders, ja. Genau, frisch zubereitet war das Essen früher. Und wenn ich heute in den Supermarkt gehe, Andreas, dann geht es bei mir ganz schnell. Manche machen auch ewig lange. Ich gehe zur Rohkostecke, ich gehe zu den Cerealien und dann bin ich wieder draußen, weil der Rest taugt mir nicht mehr. Ich bin also durch dieses Wissen wieder zu einem Slowfooder geworden oder Slowköstler. Ne? Diese Slowfood-Bewegung finde ich total toll. Also wir wollen gar nicht näher auf vegan, vegetarisch, rohköstlich und so weiter eingehen. Jeder darf aus diesem Podcast so bleiben, wie er will. Aber jeder kann den Wert für sich erkennen, wieder frische Lebensmittel zu sich zu nehmen, die den Wert haben, auch noch Energie wirklich rüberzubringen. Ja, und dass wir dafür einfach für sorgen, dass wir mit der Nahrung, die wir uns zu uns nehmen, diesen Wert, also auch Nährstoffe wieder aufnehmen, die uns wirklich nähren, nicht einfach nur füllen. Dann bekommen wir ganz andere Sättigungsformen. Sind wir satt, weil wir genährt sind und nicht satt, weil wir voll sind. Lass uns doch mal ein paar Tipps weitergeben. Also was kann ich denn tun, um mich dahingehend zu ändern? Du hast noch mehr. Ich habe noch einen Punkt, Andreas, der ganz wesentlich ist und den wir oft gar nicht so verstehen. Und zwar ist das der Verbraucher selbst, der große Fehler macht bei seiner Lebensmittelzubereitung, Andreas. Also selbst wenn er ein frisches Produkt im Supermarkt kauft, macht er es vor seinem Verzehr tot. Und klar, das Keimfreiheitsgesetz unserer Bundesregierung schreibt natürlich vor, alles muss erhitzt sein, abgekocht werden, aber so sehen unsere Politiker auch aus. Sie haben allesamt starken Mineralmangel und da darf Mitgefühl ausgesprochen werden für diese Situation, weil wie wollen sie denn wirtschaftliche Ideen für uns treffen, die für uns zum Vorteil sind, wenn sie Mangel haben? Durch das Mangeldenken entstehen natürlich Nachteile für uns und das wiederholt sich jedes Jahr, egal welche Bundesregierung wir wählen. Aber Andreas, der Otto-Normalverbraucher da draußen, der kocht und brät seine Sachen tot, der backt sie tot, der macht das Gemüse tot, weil alles Matschepampe gemacht wird. Und wie will er denn dann erwarten, dass da noch lebendige Nahrung da ist, wenn wir doch verstanden haben, was Denaturierung heißt? Also ich habe mal ein Buch gelesen, das war eins meiner ersten Ratgeber, die ich gelesen habe. Ich kann das Buch auch gerne mal nennen, das war Simplify Your Life. Das war so der ersten Ratgeber, die ich vor ganz vielen Jahren gelesen habe. Und da stand mal ein Satz drin: Frage dich vor jedem Essen, ob es lebendig ist. Und die Tragweite dieses Satzes war mir damals noch gar nicht so bewusst, aber das kam mir jetzt auch wieder in den Sinn. Also, und darum geht es letztlich, ne? Diese Matschepampe, diese totgekochte Matschepampe, die schon von vornherein so wenig Nährstoff hat und dann von uns noch verarbeitet und tot gemacht, und da ist einfach am Ende nichts mehr da. Kein Wunder, dass wir nicht satt werden, ja? Und dass wir da wieder hingehen und frische Sachen, lebendige Sachen zu uns nehmen. Genau, also stell dir vor, wir sind Menschen, die alle sehr viel leisten, gute Steuern zahlen und produktiv sind und dafür auch echtes Geld oder Karriere machen, verdienen. Und mit diesem Geld kaufen wir uns dann Lebensmittel, die denaturiert sind, verdient haben, ja, keine Nährstoffe mehr haben. Und diese Lebensmittel machen uns dann energieschwach, müde, krank, schlapp, aggressiv und wir leben ständig in Verletzungen. Ja. Welchen Sinn macht das Ganze? Anstatt wir dann sagen würden, nein, ich gebe Geld aus für Nahrung, die mir wieder mehr Energie gibt, mit dem ich wieder mehr leisten kann, mehr Befriedigung, mehr Glück erfahre. Und dafür sind ein paar Tipps notwendig, das richtig zu machen. Und damit können wir jetzt gerne mal beginnen. Ja, genau. Gucken wir uns doch mal an. Also einen habe ich schon gesagt, frag dich, ob dein Essen lebendig ist. Das heißt, guck, dass die Sachen frisch sind, dass es Salate sind, die auch nach Salat aussehen, nicht schon total welk dahin wabern, dass Sachen sind, die einfach bewusst angebaut wurden, dass du also einfach das Gefühl hast, Mensch, das ist nicht verarbeitet, sondern das wegen, was ich vor kurzem noch am Baum, also ein Apfel zum Beispiel, da weiß ich, wenn ich den in die Erde reinsetze, da wächst ein Baum raus. Mache ich eine Dose auf, da weiß ich ganz genau, da perfekt an zu schimmeln, da wächst garantiert nichts mehr raus, als einfaches Beispiel.
Richtig. Und wir müssen auch wissen und verstehen, dass diese Kochkostindustrie erst seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, Andreas. Seitdem man gelernt hat, die Armeen mit Dosennahrung zu versorgen. Und dieses Essen wurde durch das Kochen in Weißblech- und Aluminiumdosen natürlich denaturiert. Also hat man, und auch nicht mehr geschmeckt, also hat man Geschmacksverstärker, Aromastoffe entwickelt, um die Sachen dann anzureichern. Und nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Frau nicht mehr mühsam kochen mit Feuer und Kochherdplatte, die man von früher her kennt. Sie konnte nur noch warm machen. Und so hat die Industrialisierung der Lebensmittel begonnen. Das heißt, dass wir reden von einem Problem, was es eigentlich erst seit 80, 90, maximal 100 Jahren gibt. Ja, spannend, oder? Und diese vermeintliche Verbesserung entpuppt sich so nach und nach als mehr Fluch als Segen. Wenn wir eben über die Salate gesprochen, also frisch essen, heißt ja, Salate sind jetzt das, was ich auch irgendwo letztlich konventionell angebaut beziehen kann. Noch viel besser ist es ja, wenn ich dann auch mal Wildkräuter zu mir nehme, Florian. Und da bist du ja auch gesegnet, weil du da im Thüringer Wald ja inmitten von ganz vielen Wildpflanzen auch lebst. Ja, und ich muss sagen, ich habe eine ganz verrückte Mutter, die einfach die ganze Welt verändern möchte und mir natürlich auch geholfen hat, wieder fit zu werden, aber natürlich immer zu mir gesagt hat, Florian, wenn du jeden Tag eine Handvoll Wildes zu dir nimmst, kann dir im Leben nichts passieren. Und da wir im Thüringer Wald wohnen, wir hier wunderschöne Wildkräuter, vor allem frische Wildkräuter haben, mache ich das auch in der Sommer-, Frühlings- und Herbstsaison. Ich esse jeden Tag 1 bis 2 Hände voll frische Wildkräuter, weil ich weiß, dass Wildkräuter immer das höchste Potenzial an Nährstoffen haben bei wenig Zellfaser, also eine hohe Mineraldichte bei wenig Faserstoffen. Ja. Und das gibt mir natürlich Energie. Ja. In Form von Smoothies, in Form von Säften oder pur gegessen. Das ist natürlich ein Geschenk, was nichts kostet. Ja, wer mehr über Smoothies und grüne Säfte erfahren möchte, Folge 15 und 16 verweise ich da jetzt mal drauf. Da gibt es natürlich mehr Informationen dazu, denn ich sag mal, Wildpflanzen, da sagt vielleicht der eine oder andere, oder was soll ich denn jetzt bitte damit anfangen? Also ich bin keine Kuh, mache ich nicht. Brauchst du auch nicht. Da gibt es tolle Methoden, Möglichkeiten, also hör dir Folge 15 oder 16 an. Aber es gibt natürlich auch einige, die sagen, generell mag ich nicht, Fleisch ist mein Gemüse. Dann guck doch zumindest, dass die tierischen Produkte, die du zu dir nimmst, von den Tieren lebendiger Natur sind. Da gibt es ja auch ganz tolle Sachen. Ja? Also Rohmilchbutter gibt es bei uns hier, die schmeckt so lecker, ja, als Beispiel. Und da gibt es auch viele andere Sachen, wo man sagt, das muss ja nicht alles abgetötete, ultra hoch erhitzt sein, unsere Haarmilch und so weiter. Naja, also das stimmt schon. Ich meine, die Menschen würden sowieso weniger Fleisch essen, unabhängig von ethischen Gründen. Wenn sie wüssten, dass Fleisch durchblutet wird und je zarter das Fleisch, umso mehr Blut ist drin. In dem Blut schwimmt der Urin, weil der wird nämlich von der Niere da rausgefiltert. Und wer sehr viel Fleisch isst, der kann sich auch direkt in den Mund pullern, auf gut Deutsch, weil er einfach ständig Urin isst. Und wie attraktiv ist das denn? Also von daher hat der Fleischesser für sich schon mal ein Problem, weil er einfach ständig Urin konsumiert von fremden Tieren. Also ist ja sowieso komisch. Aber es geht wirklich darum, wenn man tierische Produkte zu sich nimmt von lebendigen Tieren, Andreas. Und das ist ganz spannend, da muss man erstmal überlegen, was sind denn Produkte von lebendigen Tieren? Das ist total spannend. Ja, also Rohmilchbutter. Rohmilchbutter hatte ich ja gerade schon erwähnt, das ist ja eine Sache als genau. Beispiel. Aber was gibt es denn noch, Florian? Erzähl mal. Ja, Rohmilchkäse zum Beispiel. Na, Rohmilchkäse oder auch Sahneprodukte, die fermentiert wurden zum Beispiel. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Knochenbrühen, die Menschen enorm satt gemacht haben, auch bei Heilungsprozessen, gerade bei Darmproblemen, sehr gut helfen. Für die Veganer trifft es jetzt aber nicht zu, dass man, selbst wenn man eine Gemüsesuppe sich macht, wie eine Brokkolisuppe, wenn man die mit einem Glas Knochenbrühe versieht, wo die Knochenbrühe 18 Stunden gekocht wurde, dann merkt man, dass man von der Suppe mindestens 6 Stunden satt ist. Und wenn man die Knochenbrühe nicht drin hat, dann ist man vielleicht nur 2 Stunden satt. Das ist ein Unterschied, weil eine andere Nährstoffdichte in dieses Liquid sozusagen mit hineinkommt. Ne? Mhm. Kann jeder mal ausprobieren. Da gibt es ja die Firma Brox zum Beispiel, die ich ganz toll finde, aus Berlin auch. Die machen eine tolle Knochenbrühe. Oder die Rohmilchbutter von Schätze aus Österreich finde ich auch toll. Die Sauerrahm, die gibt mir unglaublich viel Kraft, auch in meinem Rohkostbereich. Ist ja ein Rohkostprodukt. Also Knochenbrühen kommen jetzt definitiv von toten Tieren, um mal da das schon Argument schon mal vorwegzunehmen, aber die anderen Punkte, klar, von lebendigen Tieren. Aber es geht ja letztlich nicht um tote oder lebendige Tiere, sondern es geht einfach unterm Strich darum, dass wir uns mit den notwendigen Nährstoffen, Mineralstoffen, Vitaminen versorgen und auch, was ich auf künstliche Supplemente verzichten, sondern auf natürliche Dinge da gehen und einfach gucken, dass unsere Ernährung oftmals durch das Verarbeiten und durch einfache Dinge verbessert werden kann. Also eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist eben, wie wurde denn früher das Gemüse zubereitet? Wie wird es heute zubereitet? Früher wurde es gebacken statt gekocht. Warum, Florian?
Naja, also es gab früher den Römertopf, den kennt jeder oder hat es schon mal gehört. Man hat das Gemüse gebacken, ganz kurz bei nicht höher wie 160 Grad für 10 Minuten, weil man wusste, dass durch das Kochen in Wasser die Nährstoffe aus dem Gemüse rausgekocht werden und auch die Eiweiße rausgezogen werden. Und wenn das Gemüse in eine etwas Butter oder etwas Öl sozusagen in eine Pfanne, in einen Tiegel gelegt wurde und im Backofen oder in diesem Römerofen dann mit dem Römertopf entsprechend eben angebacken wurde, dann konnten eben die Nährstoffe nicht herauslaufen aus dem Gemüse. Es war knackig und aus dieser Idee hat man ja auch den Dampfgarbackofen dann entwickelt oder das Dampfgaren, weil es auf jeden Fall noch eine schonende Variante ist, aber auch nicht das Optimum. Besser wäre es wirklich, das Gemüse zu backen und die Römertöpfe gibt es heutzutage noch. Das ist ein ganz anderer Wert, den man hat. Ja, aber man kann so verschiedene Abstufungen machen, von ganz roh bis gekocht. Aber es gibt eben Abstufungen dazwischen und eine ist dann das sogenannte roh gekocht. Das ist auch etwas, was bei dir sehr, sehr häufig gemacht wird. Das heißt, man erhitzt entweder nur kurz oder man erhitzt es nur wenig. Genau, wir haben ja auf der einen Seite die Rohköster, die sagen, es muss alles lebendig sein. Und dann haben wir die Ayurveden, die sagen, nein, es muss alles abgekocht sein, steril muss es sein. Aber klar, beide haben ihre Berechtigung natürlich. Durch das Kochen kommt das Feuerelement, die Befriedigung und die Wärme hinein. Und durch die Rohkost kommen die Nährstoffe, die Mineralien, die Aminosäuren, die Antioxidantien rein. Und wir brauchen beides. Und deswegen habe ich diese Lebensweise des Rohgekochten entwickelt, wo das Essen nur ganz kurz erwärmt wird. Also so, dass es in der äußeren Hülle sich öffnet, aber nährstofftechnisch nicht zerfällt. Beispielsweise den Brokkoli nur 5 oder 10 Minuten leicht zu kochen oder anzudünsten, damit es knackig ist, aber durch die Wärme natürlich die Leichtverdaulichkeit zustande kommt, Bakterien und Keime auch abgetötet werden. Das ist ja auch für Menschen wichtig, die einen kranken Verdauungstrakt haben, also zu wenig Magensäure. Und dadurch aber der Nährwert zu über 80% bleibt, weil stell dir vor, du hast einen Brokkoli, der hat nur noch 20% Nährstoffe und dann kochst du das Ding noch, dann bist du bei minus 5 oder irgendwas, weil der Körper ja die Faserstoffe wieder ausscheiden muss. Und genau das haben wir. Wir haben Leute und Menschen da draußen, die zwar viel und üppig essen, aber Mangel haben ohne Ende. Und das ist genau die Problematik, die wir jetzt hier in diesem Podcast eben auch besprechen und schon besprochen haben. Supplemente sind nicht die Lösung, weil sie künstlich sind meistens und ähnlich wie eine Droge sind. Wir werden abhängig davon. Aber wir können ja auch diese Nährstoffe für uns potenzieren über Säfte, über Smoothies, über Suppen, möglichst roh. Deswegen die Podcast Nummer 15 und 16 sind hier wichtig, um das Ganze zu verstehen, dass man kolloidale Mineralien produziert, dass man Bio-Landbaugemüse kauft, was noch wertvoll angebaut ist oder ein bisschen selber macht, dass man Wildgemüse zu sich nimmt, vielleicht auch Wildkräuter, die kann man auch schon online bestellen heutzutage und dass man Produkte nimmt, die eben wenig verarbeitet sind, eben viele Nährstoffe enthalten und das Getreide zum Beispiel auch, damit es richtig verdaut werden kann, dass wir die Nährstoffe richtig aufnehmen können, auch angekeimt sein muss, damit dieser Entwicklungsprozess für Nahrung auch vollbracht ist. Oder dass zum Beispiel Kartoffeln einmal gekocht werden, dann müssen sie einmal kalt werden und dann werden sie wieder erwärmt, bevor man sie isst, damit diese Stärke resistent ist und wir nicht so in diesen Stärke-Zuckerstoffwechsel gehen, dass die Leber überfordert wird, sondern dass die Stärke von der kalt gewordenen Kartoffel nicht mehr ins Blut übergeht, sondern die Mikroorganismen im Darm zur Verfügung steht, dass diese Mikroorganismen für uns dann Nährstoffe produzieren. Denn so läuft der Hase heutzutage, wenn man das wirklich weiß. Also, dass wir auch fermentieren, milchsauer vergären, dass da Nährstoffpotenziale, die hochpotent sind, in unseren Körper kommen und wer die paar Sachen, die wir jetzt genannt haben, schon umsetzt, der wird merken, dass er mit mehr Energie und Leichtigkeit ein ganz anderes Leben lebt, wie die anderen da draußen, die den Mangel haben. Ja, und dass wir einfach merken, dass Geiz eben nicht geil ist. Ich glaube, es hat jeder irgendwo schon gemerkt, dass das nicht der Schlüssel zur Wahrheit ist, sondern dass wir wirklich gucken, dass letztlich darum geht, was wir essen, was für einen Wert es hat und dass nicht dadurch bestimmt wird, was für einen Preis es hat. Also meistens wird es ja immer auf günstig und schnell geguckt. Und das kann es eben unterm Strich nicht sein. So, einen kleinen Test noch, Andreas, und alle da draußen, die das hören. Macht mal eure Augen zu. Und jetzt stell dir mal lebendiges Wasser vor. Lebendig, energiereiches Wasser. So, und jetzt lässt du die Augen wieder zu. Und jetzt stellst du dir mal vor, totes, kaputtes, krankes, altes Wasser. Was stellst du dir da vor? Ganz einfach, bei lebendigem Wasser habe ich mir jetzt eine Quelle vorgestellt, die sprudelt und Natur und Wildnis. Und bei totem Wasser habe ich mir Kunststoff im Wasser schwimmend mit Schlamm irgendwo in einem alten Bach vorgestellt. Und was nährt uns von den beiden? Es liegt einfach auf der Hand. Und wenn wir den Wert für uns erkennen, wertvoll zu sein, Wertschätzung zu haben, auch was unsere Nahrung betrifft, dann entsteht für uns auch wieder Energie, von denen wir die Welt positiv verändern können. Und das wäre doch toll. Genau, das ist es, wenn wir diesen Wert für uns erkennen und uns mit
wertvollen Dingen füllen, können wir diesen Wert weitergeben. Das ist doch wirklich etwas, was es nachahmenswert ist. Und natürlich fängt es bei uns an. Wir bekommen dadurch mehr Energie, wir bekommen mehr Lebensfreude, wir bekommen mehr Gesundheit. Und das können wir weitergeben und so die Welt zu einem besseren Ort machen. Genau. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über dein positives Feedback. Wir freuen uns aber auch über Feedback in Form von Themenwünschen. Also wenn du also etwas hast, wo du sagst, Mensch, mach da doch mal einen Podcast drüber, dann schreib uns doch einfach. Mhm. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Das heißt, wenn du auf grün-und-gesund.de gehst, findest du zu jedem Podcast ja auch einen Blogartikel. Schreib uns sonst gerne eine E-Mail. Und wir freuen uns darüber und vielleicht ist dein Thema dann bei der nächsten Folge schon mit dabei. Ja, das war es dann auch schon für heute bei der Gesundheit. Wie immer freuen wir uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Wir sagen ciao, dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Wir hören uns. Mach's gut, bis bald. Ciao, tschüss. Ciao.